Miroslav Klose auf dem Weg, nein, nicht nach unten, sondern zum Training. Das, was er immer noch mit Freuden und allem Ehrgeiz macht. Vor über 11 Jahren bestritt er sein erstes Länderspiel. Heute mit 34 ist er Führungsspieler und angetan von der aktuellen Nationalmannschaft. Also ich trainiere jeden Tag mit. Ich habe es ja Ihrem Kollegen schon gesagt. Das ist für mich faszinierend, welche Spieler wir in unseren Reihen haben. Und wenn ich denen irgendwo auch Tipps geben kann, es kommt natürlich mal vor, dass der eine oder andere auf mich zukommt und fragt, wie hast du das und das gesehen? Aber ich glaube, allgemein muss ich denen nicht viel erzählen. Also die können ja schon viel, viel mehr, was ich in dem Alter konnte. Dabei konnte er schon immer viel, vor allem Tore schießen. Und das soll auch so weitergehen. Bis zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Nur macht das auch sein Körper mit? Ich weiß nicht, wie die Frage gemeint ist. Klar, also ich meine, ich kann nicht sagen, genauso schwierig ist es im Fußball, irgendwas zu planen. Aber ich habe es damals mit meinem Kadaver ausgesprochen. Das möchte ich jetzt nicht nochmal sagen, aber wenn ich fit bin und falls ich von Verletzungen verschont bleibe, würde ich die Weltmeisterschaft in Brasilien natürlich sehr, sehr gerne spielen. Und das ist mein absolutes Ziel. Ja. Es wird wohl keinen geben, der was dagegen hätte, dass Klose dieses Ziel erreicht. Schon gar nicht sein Chef, der Bundestrainer. Joachim Löw ist geradezu ein Klose-Fan. Für mich immer ein wichtiger Ansprechpartner, immer einer, der ein gutes Feedback geben kann und eine Einschätzung einer Situation. Und von daher auch in unserer Mannschaft einer der wichtigen, der ganz, ganz wichtigen Führungsspieler. Löw schätzt Instinkt, Torgefahr und Kombinationssicherheit von Klose. Mit 14 WM-Toren braucht der Mann von Lazio Rom nur noch einen Treffer, dann zieht er mit Ronaldo als bester WM-Torjäger aller Zeiten gleich. Aber über sowas denkt er gar nicht nach. Also ich habe mir sowohl aus Rekorden nie viel gemacht, als auch positive, negative Kritik. Ich habe da immer versucht, meinen Weg zu finden. Mit dem bin ich sehr, sehr gut gefahren. Und ich glaube, wenn es irgendwann mal soweit ist, dass ich die Fußballschuhe an den Nagel hänge und dann mir letztendlich alles durchlese, wie viele Spiele ich gemacht habe, wie viele Tore, und da wird mich das sicherlich irgendwo auch stolz machen. Als spielender Mittelstürmer ist Klose ein Unikat. Der Wechsel nach Italien hat ihm richtig gut getan. Wie dem römischen Jungbrunnen entstiegen, so erscheint er jetzt. Und deshalb will er gar nicht mehr weg aus der ewigen Stadt. Wir fühlen uns sehr, sehr wohl. Ich bringe auch da meine Leistung, was ein Stück weit immer leichter fällt, sich da zu etablieren. Und also mir gefällt es da sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass ich da meinen Vertrag erfüllen kann. Und das ist durchaus mein Ziel, noch 1,5 Jahre da Fußball zu spielen. Mit dann gut 36 Jahren könnte er sich langsam, aber sicher aus dem Geschäft zurückziehen. Am besten als Weltmeister.